Leute! Ich sag nur, wird unser Held die wiedererstarkte Verheerung Ganons besiegen können? Das war der letzte Satz, dass die Frau Direktorin namens Pura uns hier gesagt hat. Denn wir sind gerade mitten im Dialog mit einem Mädchen. Ne, ob man es glaubt oder nicht. Und ja, Link scheint ganz begeistert zu sein von dem Mädchen. Aber nee, 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 Link hat da schon eine Freundin, nämlich Zelda, die wir ja letztes retten müssen. Im Prinzip. Ne, ich meine, wer träumt nicht davon, irgendwie das eine Mal ein Mädchen in der Klemme ist und man selbst als Junge, als Matsumen, hier als Matsumen auftritt und ein Mädchen rettet, ne? So. Also, genug von diesem Exkurs zum Thema Mädchen, das ist jetzt eine Sache, die wir jetzt hier nicht weiter klären sollten. Achso, und übrigens hier an alle Mädchen, die es kennen, zufällig, die das hauen. Hallo. Bitte jetzt nicht verwundert sein. So, egal, egal, egal. Wir lenken gerade so viel ab. So, nein, wir wollen jetzt hierüber reden. Und zwar über Pura. Und wir schauen einfach mal, wie der Dialog weitergeht, ne? Wird es unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Das ist eben das, wir sind Link. Und die Prinzessin Zelda, für alle, die vielleicht. Ich kann es an dieser Stelle mal sagen. Weil es ist ja das 32. Part. Vielleicht mal kurz erklärt, was ist das mit Zelda überhaupt? Was hat es damit auf sich? Wie funktioniert das? Ich meine, nach 30 Parten und nach solch einer Frage ist definitiv mal wieder Zeit dafür. Also, wir sind Link. Die Figur mit diesem Schild, der aktuell hier nur umgekehrt dasteht. Unsere Mission ist es. Also ganz grob gesagt, abgesehen von der Verheerung Ganons zu besiegen, die Prinzessin Zelda zu retten. Die Prinzessin Zelda ist zugleich eigentlich die Freundin von Link. Also ja, ne, also Link tut im Prinzip als Matsuman auftreten, die Zelda, also seine Freundin befreien und das ist im Prinzip der Content, also die Content hier, ne? Nicht selbst, das ist einfach das, um was es in dem Game geht. Die Prinzessin Zelda zu befreien und die Verheerung Ganons. Was es damit auf sich hatte, das haben wir ja in den letzten Parten, außer in den letzten 30, ausführlich gehört. Immer mal wieder ein bisschen was und können uns auch dazu ein bisschen so einen kleinen Reim basteln. Ne, dann vor 100 Jahren ist ja die Verheerung Ganons passiert. Und dabei hat sich Link verletzt und ist eben in diesen 100-jährigen Schlaf gekommen, in dem er jetzt nun mal drin steckt. Und dann eben vor ein paar Wochen oder so, keine Ahnung, weiß nicht, wie das Zeitfenster im Spiel ist, ist Link eben wieder aufgewacht und dann hat das Abenteuer, das Spiel nämlich begonnen. Und als erstes war dann nämlich die ganze Zeit so ein alter Mann, uns am Anfang quasi wirklich Schritt für Schritt durchs Spiel geführt hat, im Prinzip die ersten 10 Parte oder so. Wir mussten da ein paar Anfangsaufgaben machen, damit wir zuerst irgendwie so ein Gericht erstellen, ne? Damit wir dann diesen Grillteller machen könnten, um ein Kleid dazu bekommen. Dann haben wir unser Pferd geholt, also das sind so ein paar große Ereignisse aus dem letzten Parten. Wobei ich dazu auch jetzt mal ein Best-of machen werde. Es wird schauen, irgendwie das ist. Alle 40 Parte, ne, mal ein Best-of mach, damit ihr einfach für alle Neueinsteiger so wisst, was ist in den ersten 40 Parten passiert. Wenn ihr keine Lust habt, alle anzuschauen, könnt ihr, sobald die 40 Parte haben, dann irgendwie einfach eine Zusammenfassung anschauen und seid dann wieder up to date mit dem 41. Part, weil ich glaube, die wenigsten werden es schaffen, alle Zelda-Parte anzuschauen. Und auch die wenigsten werden Lust haben, in Ferien so einen Zelda-Marathon zu machen und sich da alle, was das ist, was 35 Zelda-Parte hier auf einmal anzuschauen. Glaube es nicht, ne? Ja, so. Das ist aber hier also Story. Denn wir wollen jetzt hier mal ein bisschen weiterkommen. Ihr wisst jetzt letztes, was die beliebte Prinzessin Zelda ist, aber das werdet ihr eh alles sehen in dem Best-of von 1 von Part 1 bis Part 40, den es dann eben in 2 Wochen oder so, keine Ahnung, geben wird. Und dann seid ihr wieder einigermaßen up to date. Weil wir müssen mit dem Spiel erst weiterkommen, ne?
Weil zum Beispiel andere Randomkeit, Nintendo und so weiter, sind jetzt schon so bei Part 100 oder so. Ich bin bei 31. Ne, klar, das ist auch für meine Verhältnisse jetzt nicht gerade wenig, ne? Aber wir könnten mal wieder hier ein bisschen zielführender weitermachen. Und das ist das, was wir jetzt auch machen. So, jetzt die Frage: Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda denn überhaupt retten? Wenn du diesen Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir helfen, die verloren gegangene Basismodule deines Seekersteins zu aktivieren. Nochmal bitte. Interessant. Nach dem Schlaf stellt sich eine gewisse Begriffsstutzigkeit ein. Gleich nochmal notiert. Alles klar. Sehr schön. Ja, das ist sehr witzig. Also hör gut zu, ja, ne? Machen wir den ganzen Tag über. Ja, die große, also jetzt wird im Prinzip, glaube ich, auch nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Also dieser Part ist im Prinzip jetzt einfach mal eine kleine Zusammenfassung wörtlich zu dem, was bis jetzt hier nach 30 Parten oder so, 32 Weisen ist, in der Zelda-Welt hier. Wir sind ja nicht in Hyrule, sondern einfach hier, jetzt passiert ist. Ja, und anfängst tut es eben mit der großen Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held wieder die erstarkte Verheerung Ganons besiegen können? Ne, Ganon hatte vor 100 Jahren alles eine fette Verheerung gemacht. Link ist verreckt, im Prinzip kurz davor zumindest war er. Und wurde dann eben von dieser Direktorin der kleinen Pura in den 100-jährigen Schlaf versetzt. So. Wird unsere geliebte Prinzessin Zelda retten können? Wie gesagt, ich habe es schon gesagt. Zelda ist die Freundin von Link und Link ist die Figur da und wird Zelda eben retten, aber das wisst ihr alles schon, weil wieso sollte die ausgerechnet beim Part 32 hier anfangen, das Projekt anzuschauen? Das wird eher bei 41 oder so mehr Sinn machen, weil es dann ein Best-of geben wird, wie ich jetzt schon gesagt habe, und wir machen mal weiter. So, wenn du diesen Abenteuer stellen willst, ne, dann werde ich dir dabei helfen, ja, diese Basismodule zu finden. Ja, das war nun die richtige Antwort. Dann mach die doch bitte mal gleich dran, diese Sachen für mich zu erledigen. So, und schon müssen wir Sachen erledigen. Was hast du denn so komisch? Ist halt echt so. Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Zickerstein einfach umsonst für dich reparieren. Eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin. Nach dem Schlaf denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. So. Ja. Jetzt ist es eventuell so. Also, das kommt aus dem Schlaf, interessant. Weil nach der Logik musste ich ja auch schon mal geschlafen haben, nicht jetzt. Also, gleich mal notiert mal wieder. Also, das ist ja die rasende Reporterin hier, ey. Notiert sich alles Wichtige. Was alles bekommen wir bald zu die Hyrule-Zeitung. Mit dem Titelblatt: Der 100-jährige Slink ist aufgewacht. Na gut, dann erkläre ich dir mal, was du von mir erledigen sollst. Ach komm, ich habe doch keine Lust, das für dich zu erledigen, aber bitte. Draußen vor dem Industriet ist eine Feuershalle. Nun ja, leider ohne Feuer. Die Messpress sind eigentlich eben nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen, damit die Feuershalle draußen anzünden? Dann wird das Lifestyle-Sinn aktiviert. Du kannst die fehlende Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Ah ja. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Und das. Und da kommt jetzt die Interaktion von Mädchen hier mal in der Tat in die Sache. Also, falls ihr zufällig hier mal ein Mädchen seid, könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben, ob Mädchen tatsächlich irgendwie sowas sagen, wie fertig ist die Laube. Also, ich bin kein Mädchen, aber ich habe das jetzt noch nicht von einem Mädchen gehört. Also,
ich tue jetzt nichts, wenn ich jetzt die ganzen Mal im Alltag mit den Mädchen auf WhatsApps hätte oder so, weil viel mehr Kontakt habe ich mit Mädchen nicht wirklich. Egal, hörst nicht oft sowas sagen, wie fertig ist die Laube. Aber wie gesagt, restfertigt euch gerne in die Kommentare. Denn ihr könnt damit dieser Pura hier weiterhelfen. Naja, egal. Ja gut, dann ne, viel Erfolg mit der blauen Flamme. Ah ja, ich schätze mal, wir müssen dorthin, wo hier... Ja, wieder zum Punkt. Das ist schön, dann gehen wir hier doch mal raus, ne? Bis später. Ah. So, wo haben wir die Flamme? Müssen wieder hier, wieder durch die ganze Stadt hier reden. Stadt hier rennen. Das ist nicht schön. Aber dafür kommt man dann wenigstens mal einen kleinen Überblick, weil wenn man mal schaut, die Stadt ist echt riesig. Leider wird das hier halt, ich meine, schau mal. Da sind wieder hinten dieses Pferd. Der, und das gehört alles zu Nateno. Wirklich alles hier am Gasthaus. Ne, das ist alles hier. Hatino. Krass, ne? Und der Rest ist auch total unbesuchter Bereich. Und das hier ist alles Welt. Das ist ja fast Unmengen groß. Und da seht ihr schon, es wird ein verdammter mal fettes Projekt. So, aber das redet mir zu toll. So, aber jetzt müssen wir, wie gesagt, erstmal die Feuersaale finden. Das Feuer finden, das blaue. Um dann die Feuersaale, von der ist leider die... Wo ist die Feuersaale? Ja, das sehen wir dann, wenn wir das Feuer haben. Ne, eins nach den anderen. Aber jetzt, wo schönes Wetter ist, sieht halt hier nur erst schön aus. Ja, weil das letzte Mal war es letztes Wetter und... Ja, das war nicht so toll. Welche Taste man nochmal das Pferd rufen? Ah, mit der. So, und jetzt dürfte das Pferd hier irgendwo probieren, so uns hochzukommen. Es wäre jetzt gerade noch ein Punkt. Weil wir warten aufs Pferd. Und das kann es immer ein bisschen dauern. Aber es sollte ein Weg zu uns scheinbar bestimmt finden. Und dann kommen wir uns hin, wenn das Pferd da ist, im nächsten Part auf den Weg begeben. Ha! Da ist er, unsere Süße. Hallo, Pferd. Schön, dass du da bist. So, da geht's hin. Wir machen es einfach jetzt mal auf den Weg. Ne, weil 12 Minuten kann ich euch nicht hintesseln. Nur, dass ich gerade in die falsche Richtung gehen. So, jetzt halt. Auf geht's. Ja, wir müssen erstmal den Hügel runter. So, hier ist ein Schrein in der Nähe. Das ist sehr schön. Aber kümmern wir uns erstmal um unsere Aufträge, die wir hier zu tun haben. Ja, das Pferd ist manchmal doch schon ein bisschen umständlich. Ah, du kannst jetzt nicht runter, oder was? Okay. Tätzeln. Ja, braves. Weil dann müssen wir hier runter, weil sonst wird das dem nur auch wieder zu umständlichem Pferd. Boah. Also ich muss sagen, ich weiß halt nicht, wie es im Real Life ist, weil wie gesagt, im letzten Part gesagt, ich habe nicht wirklich eine Reiterfahrung. Und hier auf einmal regnet es dann, schade. Aber ich kann halt nicht so wirklich dementsprechend beurteilen. Ja, cool. Wie einfach oder nicht einfach es eben ist, ein Pferd zu reiten und irgendwie zu schauen, dass man da in die richtige Richtung geht. Ja. Bäh.
Nee, nee, sieht jetzt aus wie irgendwie den Abgrund runter reiten oder so. Das wäre nicht schön. Wir reiten durch die Prärie. Sind eigentlich im Prinzip auch gleich am Punkt angekommen, wo wir hin müssen. Liebes. So, der Messias ist rein. Hier geht's jetzt weiter. So, da haben wir schon das Feuer. Ja, es muss halt nur schauen. Haben wir hier denn eine Fackel? Ich sag immer, Fackeln sind überlebenswichtig, ne? Oder die braucht man erst regelmäßig, aber leider haben wir einfach keine Fackeln. Ja, scheiße. Dann machen wir uns jetzt einfach welche. Mir bleibt sichtbar nichts anderes übrig. Das ist ja gut. Überwege ich die Route und die können wir halt anzünden. Es ist halt die Frage, ob die jetzt irgendwie, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, wie lange braucht es jetzt, bis das hier verblüht? Keine Ahnung. Ich weiß halt einfach nicht, wo die Feuersaal ist. Na gut, über den Weg geht das mal nicht. Wie kommen wir jetzt überhaupt drüber? Weil es scheint es ja keine Brücke zu geben, so direkt. Vielleicht ist von der anderen Seite so eine direkte Verbindung. In der S-Bahn können wir mal schauen, wie das Pferd hier rüberkommt. Geht nicht. Ja, cool. Dem Rätsel werden wir uns dann wohl im nächsten Part widmen, wie wir es schaffen, die Flammen dahin zu bekommen, ne? Dementsprechend macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Wieso machst du immer so komische Verabschiedungen in letzter Zeit, ey? Ciao!